Mafia. Ein Wort auf der ganzen Welt gleich buchstabiert und ausgesprochen. Das jeder sofort mit Italien verbindet, das Angst macht. Mafia. Ein italienisches Wort ist es nicht. Im Gegensatz zu Pizza, Gelato, Espresso, Cappuccino, Prosecco. Überall in der Welt italienische Namen und Produkte, offen und sichtbar. Aber Mafia? Keine Spur. Dass sie mittlerweile überall in der Welt zu Hause ist, will man lieber nicht wahrhaben. Selbst wenn es zu spektakulären Mafia-Massakern kommt, wie in Duisburg im August 2007, dann werden die Täter so schnell wie möglich nach Italien abgeschoben. Denn Mafia ist ja ein italienisches Problem. Das stimmt längst nicht mehr. Die Mafia hat weltweit eine große Zukunft vor sich. Der Schlüssel dazu liegt in ihrer langen Vergangenheit. Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts versuchen Historiker, die Entstehungsgeschichte der Mafia zu erforschen. Einer von ihnen ist Enzo Ciconte. Besonders viele Dokumente gibt es dazu nicht, dafür aber eine Ursprungslegende, von der Mafia selbst in Umlauf gebracht. Es waren einmal drei spanische Ritter, Osso, Mastrosso und Carcagnosso. Sie sollen 1492 von Spanien nach Italien gekommen sein. Zuerst auf die Insel Favignana vor Sizilien. 29 Jahre lang lebten sie versteckt in Höhlen und berieten die Gesetze, nach denen sich alle richten sollten. Als sie ans Tageslicht zurückkehrten, trennten sie sich. Einer blieb auf Sizilien und gründete die Mafia. Einer ging nach Kalabrien, dort gründete er die 'Ndrangheta. Der dritte gründete in Neapel die Camorra. Diese Legende verrät vor allem eines. Die Mafiosi wollten sich einen eigenen Stammbaum verschaffen, den es nicht gab. Die Legende verrät aber auch, in der Fantasie des Mafioso haben die sizilianische Mafia, die neapolitanische Camorra und die 'Ndrangheta in Kalabrien einen gemeinsamen kulturellen Ursprung in der Gestalt von drei spanischen Rittern. Wieso berufen sich die Mafiosi in ihrem frei erfundenen Stammbaum auf Spanien? Auf spanische Ritter, auf spanische Aristokraten? Den Nationalstaat Italien gibt es erst seit 1861. Seit dem 13. Jahrhundert beherrschten die Spanier mit kurzen Unterbrechungen Süditalien. Noch im 19. Jahrhundert, als in Sizilien, Kalabrien und Kampanien die drei größten Mafia-Organisationen entstanden, gehörte Süditalien dem spanischen Zweig der Bourbonen, seit 1816 Königreich beider Sizilien genannt. Das heißt, die Mafien entstanden auf spanischem Territorium. Die Entstehung der süditalienischen Mafien in diesen drei Regionen hat ganz offensichtlich etwas mit der Geschichte des Königreichs beider Sizilien zu tun. Am längsten stand Sizilien unter spanischem Einfluss. Wer heute auf die Insel kommt, in seine Hauptstadt Palermo, hat dasselbe Gefühl wie viele Reisende früher. Es ist ein anderes Land. Es gehört irgendwie immer noch nicht zu Italien, zu Europa. Aber was macht Sizilien so anders? Jahrhunderte arabischer und normannischer Vorherrschaft? Oder der alles durchdringende Einfluss der einstigen katholischen Weltmacht Spanien? Für Spanien war Sizilien genauso eine Kolonie wie seine Eroberungen in Lateinamerika. Spanien spielte bei der Entstehung der Mafia eine entscheidende Rolle.
Die spanische Fremdherrschaft begünstigte den, der sie politisch unterstützte. Nicht der mit den größten Verdiensten machte Karriere, sondern der, der dem spanischen Statthalter die größten Gefälligkeiten erwies. Dieses System kopierte eine Gruppe untergeordneter Personen. So entstanden die ersten Mafia-Organisationen. Sizilien war immer Frontstaat. Direkt konfrontiert mit dem stärksten Gegner des christlichen Abendlandes, der arabischen Welt. Das Stadtbild von Palermo wird bis heute von Monumenten beherrscht, die von einem militanten, missionarischen und auf Eroberung ausgerichteten Katholizismus erzählen. Heute sind diese Erinnerungen lebendig. Unglaublich brutale Mafia-Attentate auf Vertreter des italienischen Nationalstaates, seiner Justiz und Ordnungskräfte in den letzten 40 Jahren. Härte und Gewalt haben hier eine lange Tradition, seit den Zeiten der Inquisition, die von den Spaniern auf Sizilien eingeführt wurde. Angebliche Ketzer und Sektierer wurden mit exemplarisch grausamen Strafen bekämpft, mit möglichst hohem Abschreckungseffekt. Bandzeichnungen von Opfern der Inquisition in einem ehemaligen Gefängnis. Um ihre Unschuld zu beweisen, lobpreisen sie das Papsttum, die spanische Armada, die spanischen Ritter, die spanischen Königinnen und Könige. Es hilft den Opfern wenig. Ihr Los ist schwerste Folter, oft der Scheiterhaufen. Im einfachen Volk überlebt dagegen der Mythos der edlen Gotteskrieger bis heute. Die Ritter verteidigen die Gläubigen freiwillig im Kampf gegen alle Feinde der Kirche. Zum Nimbus der Mafia gehören die geheimnisvollen Aufnahmerituale, zusammengesetzt aus Riten der Freimaurer und der katholischen Kirche. Chiffrierte Gesten und Symbole und immer Heiligenbilder, Bibelsprüche. Wer den Treueschwur bricht, bezahlt mit seinem Leben. Die Mafien sind zu weltweit operierenden Kartellen mutiert, technologisch hochgerüstet. Sie lassen ihre Söhne in Harvard, Cambridge oder Berlin studieren. Sie beschäftigen Heere von Steuer- und Finanzberatern, Anwälten und Strohmännern. Sie bestechen Beamte, Politiker, Manager, dringen immer tiefer in die Finanz- und Wirtschaftssysteme ein. Vermutlich gibt es etwa 150.000 aktive Mafia-Mitglieder. Das ist weniger als 1% der 20 Millionen Bevölkerung Süditaliens. Das einzige Risiko: ein zu früher Tod. Aber selbst der bedeutet einen weiteren Aufstieg in die Ahnengalerie der Mafia-Aristokratie. Heute kennen süditalienische Schulkinder die Namen der großen Bosse und Mafia-Familien besser als die der italienischen Staatsgründer. Rückendeckung bekamen die Mafiosi immer von der katholischen Kirche. Die brauchte eine treu ergebene Ordnungsmacht auf dem Land und in den Städten. Die Mafiosi präsentieren sich immer als gute, strenggläubige Katholiken. Sie sind grundsätzlich sehr konservative Menschen. Im katholischen Süden brauchen sie die Unterstützung der Bevölkerung, müssen sich deshalb die Kirche unbedingt zum Freund machen. Andererseits sah die Kirche lange Zeit keinen Grund, sich gegen die Mafia zu stellen. Jedenfalls dachte sie das. Mafia und Kirche lebten immer eng zusammen, in einer Art fatalen Eintracht, die bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts anhielt. Das kann man heute noch sehen, zum Beispiel bei der Karfreitagsprozession in Trapani. Barock im spanischen Stil. Ein von Jesuiten ersonnener Rahmen, in dem das Volk durch spektakuläre Feste und Prozessionen enger an die Kirche gebunden wurde, sich selbst in Ritualen darstellen konnte und dadurch immun werden sollte gegenüber papstfeindlichen Reformatoren oder schlimmer noch atheistischen Liberalen und Revolutionären.
Im Kreuzweg findet sich jeder wieder. Im verratenen und gemarterten Jesus, in der schmerzensreichen Mutter Gottes, in den Märtyrern des Christentums. War nicht auch die Bevölkerung Süditaliens verraten und verkauft, jahrhundertelang von Fremden beherrscht worden? Weinten nicht Generationen von Müttern um geraubte, verschollene, getötete Söhne und Töchter? Geschickt nutzte die von Spanien aus gesteuerte Gegenreformation diese Gefühlslage aus. Aber auch die Mafiosi. Sie stellten sich als die Nachfolger der todesmutigen christlichen Ritter und als Beschützer des einfachen Volkes dar. Ohne ihr Geld wären solche Spektakel nie realisierbar gewesen. Aber auch nicht ohne die aktive Beteiligung der gesamten Bevölkerung. La Mafia. Die Mafia will ihr Territorium immer ohne viel Aufhebens kontrollieren. Deshalb versucht sie, unauffällig die Kontrolle über die Volksfeste zu erlangen, die christlichen Laienbruderschaften oder Zünfte zu unterwandern. Es gab und gibt immer die heimliche Kontrolle über diese Vereinigungen, um sie für eigene Zwecke auszunutzen. Im Landesinneren. Kein Bauernhof, kein Fluss, kein Bach, kaum ein Baum. Eine zerstörte, ausgelaugte Landschaft. Sizilien war einmal eine üppig bewaldete, wasserreiche Insel. Die Kornkammer des Römischen Reiches. Heruntergewirtschaftet wurde sie von den sizilianischen Adeligen. Fixiert auf ihre spanischen Vorbilder, die weltweit ihre Kolonien und deren Bevölkerung wie Zitronen auspressten und dann ihrem Schicksal überließen. Ohne daran zu denken, was für Konsequenzen das für die Menschen hatte. Das feudalistische System des Großgrundbesitzes, in dem allein die adeligen Herrscher das Gesetz bestimmten, hielt sich nur in zwei Regionen Europas bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Im südspanischen Andalusien und in Süditalien. Ende des 17. Jahrhunderts zieht die sizilianische Aristokratie Richtung Palermo, dem Sitz des spanischen Vizekönigs, und überlässt ihre Ländereien Verwaltern. Sie baut in unmittelbarer Nähe des spanischen Königspalastes ihre Stadtpaläste. Die Gabellotti übernehmen die Kontrolle des Territoriums mit den Privilegien der Aristokraten. Das Recht, alles absolutistisch zu beherrschen, selbst die Zivil- und Militärgerichtsbarkeit, all das haben die Adligen nur begrenzt genutzt. Sie scheuten Konflikte mit der Landbevölkerung. Der Gabellotto dagegen will diese Privilegien voll ausnutzen, um Prestige und Macht zu gewinnen. Er stellt deshalb richtige kleine lokale Armeen auf, mit denen er im Namen des Fürsten die Macht ausübt. Das ist der Nährboden, auf dem die Mafia entsteht. Questo è l'humus dal quale poi nasce la mafia. Sie kopieren Sprache, Rituale und Habitus der adeligen spanischen Ritter, auch die der katholischen Kirche. Sie schwören auf die Bibel, gerieren sich als verschworene Gemeinschaft der Gerechten und der Rächer. Immer im Dienst des einfachen Volkes und des Christentums. In Wahrheit dienen sie ausschließlich ihrer Geheimorganisation und deren obersten Ziel. Macht und Bereicherung um jeden Preis. Das Kapital der Mafia war und ist die Gewalt, die Möglichkeit, Gewalt anzudrohen und auszuüben, im Extremfall auch zu töten. Der Stellvertreter des adeligen Großgrundbesitzers,
der dessen Privilegien und Vorrechte ausübt, der eng mit der katholischen Kirche verbündet ist, er wird für die ungebildete Masse auf dem Land und in den Städten zum eigentlichen Capo, zum allmächtigen Boss und Vermittler. Er stammt aus ihren Reihen, spricht ihre Sprache. Größte Verehrung genießt er, weil er seine Ehre und die seiner Männer notfalls mit Gewalt verteidigt. Auch gegenüber den scheinbar unangreifbaren Machthabern. Er wird deshalb auch Ehrenmann genannt. Frauen, junge Mädchen, Ehefrauen und Mütter sind für diesen Ehrbegriff von entscheidender Bedeutung. Die Frauen bleiben nicht im Haus, weil sie eine untergeordnete Rolle spielen. Im Gegenteil, ihre Rolle ist es, die Mafia-Kultur weiterzugeben. Über die Mutter lernt das Kind sprechen. Über den Mund der Mutter zum Ohr des Kindes, mit der Muttersprache, dem Dialekt, wird die Mafia-Kultur weitergegeben. Den Frauen kommt dabei eine zentrale Rolle zu, von der Wiege an. Die Jungfräulichkeit der Töchter, das ist der einzige wertvolle Besitz des einfachen Mannes. Wird eine Tochter vor der Ehe verführt oder gar vergewaltigt, muss der Vater zur Waffe greifen. Oder er wendet sich an den Ehrenmann, den Mafioso. Der versucht dann zunächst zu vermitteln, eine Ersatzehe einzufädeln. Wenn das nicht gelingt, erledigt der Ehrenmann selbst die Angelegenheit. Mit Gewalt. Und bleibt in der Regel unbestraft, da er die Gunst höchster Stellen genießt. Das erhöht sein Prestige im Volk gewaltig. Die Allmacht der Mafiabosse beim Ergattern von Wirtschaftsaufträgen, bei der Jobverteilung, vor allem aber die Angst und der Schrecken, die sie verbreiten, erklärt, weshalb der größte Teil der Bevölkerung Süditaliens stillschweigend das mörderische Terrorsystem der Mafien erduldet. Wer von ihnen umgebracht wird, so die Logik, muss eine Schuld auf sich geladen, muss eine ihrer Regeln verletzt haben. Zu viel geredet, zu viel gesehen, die Ehre eines Mannes, einer Familie verletzt, mit der Polizei zusammengearbeitet, eine Mafiafrau verführt haben. Wer umgebracht wird, hat eine der ungeschriebenen Regeln der drei spanischen Ritter gebrochen. Darauf gibt es nur eine Strafe, den Tod. Die fürchterlichste Strafe der Mafia? Das Opfer wird entführt, umgebracht und irgendwo verscharrt oder in Salzsäure aufgelöst. Die Familie bleibt im Ungewissen, hat keinen Leichnam, den sie beerdigen, kein Grab, das sie aufsuchen kann. Das Regime der Mafia funktioniert mit diesen offenen und versteckten Mitteln des Terrors seit mehr als 1,5 Jahrhunderten. Die sizilianische Mafia hat immer auch das benachbarte Kalabrien beeinflusst. Die Meerenge zwischen Messina und Reggio Calabria ist gerade mal 3 bis 8 Kilometer breit. Die Spitze des italienischen Stiefels war bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts eine vergessene, unzugängliche Region. Aber Kalabrien war nicht immer schon von der Welt abgeschnitten. Die Armeen Napoleons kamen bis hierher und mit ihnen einige Errungenschaften der Französischen Revolution. Der Feudalismus wurde abgeschafft, auch einfache Menschen konnten Land erwerben. In den Hafenstädten entwickelten sich Handel und Gewerbe. Aber das Innenland blieb unerschlossen. Zu gebirgig, zu extremes Klima, kaum befahrbare Wege,
zu viele Räuberbanden, unter ihnen auffallend viele Frauen. Das aber hatte einen Grund. In dieser zerklüfteten Region, in der Dörfer Tagesmärsche voneinander entfernt liegen, organisierten sich die Großfamilien, auch in Räuberbanden. Das war die Basis für die kalabrische Mafia, 'Ndrangheta. Die 'Ndrangheta hat eine familiäre Struktur, die sie von allen anderen italienischen Mafien grundsätzlich unterscheidet. Die Mehrheit der Verwandten des Clanbosses wird über das geheime Ritual in diese Mafia aufgenommen. Vereinigung tapferer Männer, so kann man das griechische Wort 'Ndrangheta übersetzen. Kalabrien war in der Antike eine griechische Kolonie. Noch heute wird in abgelegenen Bergdörfern ein griechischer Dialekt gesprochen. Auch das macht die 'Ndrangheta undurchdringbar. Die Großgrundbesitzer brauchten auf Sizilien zum Schutz ihres Eigentums eine bewaffnete Macht. Wo es keinen Großgrundbesitz gab, war die Situation anders. In Kalabrien gab es in der Provinz von Reggio Calabria nur kleinere Ländereien. Die 'Ndrangheta entstand genau dort, wo es wirtschaftliche Entwicklung gab. Sie wusste, wo sie viel Geld verdienen konnte. Dort, wo Oliven, Obst und Gemüse gedeihen, wo der Handel mit diesen landwirtschaftlichen Produkten blüht, besetzt die 'Ndrangheta zentrale Positionen. Sie ist aber nicht nur in den Küstenregionen präsent. Die Kultur des Olivenhains, der Jahrzehnte braucht, um Früchte zu tragen, ist nicht ihre Sache. Ihre Heimat sind die Bergdörfer. Sie vermittelt und transportiert die Produkte der Bergbauern auf die Märkte. Sie diktiert Preise, erhebt Zölle und treibt Steuern ein. Die Mafia wird immer dort dominierend, wo Reichtum entsteht. Das gilt auch für die 'Ndrangheta. Bis heute sind die Dörfer und Kleinstädte an den Hängen des Zentralmassivs Aspromonte ihre Operationsbasis. Dort, wie in den Küstenebenen, beansprucht sie allein das Gewaltmonopol. Der italienische Nationalstaat hatte weder die Mittel noch das Interesse, diese unwegsame, arme Region bis in den letzten Winkel zu kontrollieren. Die 'Ndrangheta allein bestimmt, was und wer ausgebeutet, verwertet oder vernichtet wird. Seien es Menschen oder das Holz der Olivenbäume statt ihrer Früchte. Von Ökonomen wird das Raubtierkapitalismus genannt. Die 'Ndrangheta-Bosse schlossen sich nie zu einer zentralisierten Organisation zusammen. Sie spielen, jeder auf seinem Territorium, die Rolle der Richter, der Polizei, der Steuerbehörden, der Heiratsvermittler, der Arbeit und Kreditgeber. Sie sind der Staat, die Wirtschaft, die Macht. Wer ihnen keinen Tribut oder Respekt entrichtet, wird massiv bedroht, im Extremfall ermordet. Wie der Fotograf Lollo Cartisano aus Bovalino, dessen Leiche erst 10 Jahre nach seinem Verschwinden am Fuß dieses Felsens gefunden wurde. Der sportliche Mann, hier in der Mitte des Fotos, war nach seiner Entführung ums Leben gekommen. Seine Tochter Deborah griff die Behörden an, die den Fall wie immer verschleppten, verlangte die Aufklärung des Verbrechens. Die Mitglieder der meisten Opferfamilien verstummen aus Angst vor weiteren Angriffen der Clans. Die Mentalität, die wir hier im Süden haben, ist irgendwie krank. Unser Problem ist nicht allein die Mafia, sondern die Mafia-Mentalität. Das ist das, was Süditalien ruiniert. Auch der Vater ihrer Freundin Stefania wurde umgebracht, weil er sich geweigert hatte, der 'Ndrangheta die Mafiasteuer zu bezahlen. Man spürt danach keine Solidarität, nicht einmal Anteilnahme. Man erlebt das genaue Gegenteil. Als wären wir im Grunde nicht die Opfer eines Verbrechens, sondern irgendwie selbst schuld daran. Man sucht immer die Schuld beim Opfer. Vielleicht aus Angst, dass diese Dinge einem selbst passieren können. Oder auch nur, um nicht aus der Reihe zu scheren. Es ist typisch für hier, dass jemand, dem Unrecht widerfährt, deshalb nicht unbedingt unschuldig sein muss.
Irgendwas muss ja dran sein. Obwohl das hier ein sehr heller, vom Licht erfüllter Ort ist, sehen wir wenig davon. Der größte Kummer besteht darin, dass die Hoffnung meines Vaters, wir könnten es am Ende hier einmal besser haben, unerfüllt blieb. Nicht einmal dafür hat sich sein Tod gelohnt. Das ist für mich persönlich sehr traurig. Aber für die Gesellschaft, in der ich lebe, ist es furchtbar. Die Autostrada del Sole, seit 50 Jahren im Bau. Nie versiegene Einkommensquelle für die Baufirmen der 'Ndrangheta. In Kampanien mit seiner Hauptstadt Neapel regiert die Camorra. Die älteste Mafia Süditaliens war immer städtisch, in den Stadtvierteln von Neapel verankert. In der überfüllten Hauptstadt der spanischen Bourbonen war die Camorra Sprachrohr und Vertreterin der ungebildeten Massen und dabei eng mit den königlichen Machthabern und ihrem Staatsapparat verbündet. Man kann es kaum glauben, die Camorra war bis zum Ende der spanischen Herrschaft über Süditalien staatstragend. Die Bourbonen gingen mit ihren Gegnern hart ins Gericht, nicht aber mit denen, die ihnen treu ergeben waren. Die Mehrheit der unteren Volksschichten stand auf Seiten der Bourbonen. Dafür gewährten die Bourbonen ihnen quasi einen rechtsfreien Raum, innerhalb dessen diese Schichten tun und lassen konnten, was sie wollten. Mitten im Zentrum wird auf einer öffentlichen Straße in aller Seelenruhe eine Veranda vor eine Erdgeschosswohnung gemauert. Eine Baugenehmigung kann es dafür beim besten Willen nicht geben. Diese tolerierte Illegalität hat in der neapolitanischen Kultur eine Art Moral der Illegalität etabliert. Das Viertel Sanità im Zentrum der Stadt ist komplett in der Hand von Camorra-Clans. Der Handel mit Rauschgift hat zu blutigen Verteilungskämpfen geführt, mit über 1000 Toten pro Jahr. Noch bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg trafen sich die Camorristi regelmäßig in den Katakomben unter den Kirchen ihres Viertels, wie in einem Stadtparlament oder in einer Bezirksversammlung, um über interne und allgemeine Angelegenheiten zu beraten. Sie achteten sehr auf basisdemokratische Regeln bei Wahlen und wichtigen Entscheidungen. Auch sie waren und sind tief katholisch, aber in ihren Sitten und Gebräuchen viel toleranter als ihre Brüder und Schwestern weiter im Süden. Die Camorra hat trotz aller geheimen Riten immer auch den Drang, sich öffentlich zu präsentieren. Die Camorra ist eine Form der urbanen Kriminalität der Unterschichten, wie sie lange Zeit für jede große Stadt Westeuropas typisch war. Doch während in London oder Paris diese massenhafte Kleinkriminalität im Laufe der Modernisierung verschwand, wurde die Camorra in Neapel nie von der Moderne absorbiert. In Neapel werden nicht nur Altkleider verwertet, es werden Marken kopiert, es wird gefälscht, geschmuggelt. Im 19. Jahrhundert war das alles kontrolliert. Ein Guapo, ein Camorra-Boss, regierte in jedem Stadtviertel. Der neapolitanische Camorra-Boss des 18. Jahrhunderts hatte einen roten Gürtel, er trug eine besondere Mütze und eine kurze Jacke. Sein Ziel war es, erkannt zu werden. Oft trug er sehr viele Ringe und Ketten. Er fiel auf. In einer überfüllten Stadt wie Neapel war es notwendig aufzufallen, um als Respektsperson unnötige Gewalt zu verhindern. Im Gegensatz zu heute übte der Guapo seine Macht mit einem subtilen Instrumentarium aus. A Napoli non esisteva il diritto d'onore. Das Ehrendelikt gab es in Neapel nicht, dafür den sogenannten Schnitt. Wenn jemand etwas getan hatte, was der Camorrist für falsch hielt, verpasste er ihm einen Messerschnitt im Gesicht. Der Schnitt brachte den Camorrist nicht ins Gefängnis, seinem Opfer aber blieb die Strafe lebenslang ins Gesicht geschrieben. Kam es zwischen Camorristen zu Meinungsverschiedenheiten, organisierte man ein Duell. In Neapel nannte man es eine Zumpata.
Das Duell war eine Art, Konflikte zu lösen, ohne einen Mord verüben zu müssen. In Neapel, einer Stadt voller Gewalt, stifteten diese kriminellen Vereinigungen einerseits zur Gewalt an, gleichzeitig aber kontrollierten sie sie auch. Sie garantierten eine Art Ordnung in der Unordnung, eine Art soziale Kontrolle der Gewalt. Die Unterschichten lebten mitten im Zentrum der Stadt. Weil die neapolitanischen Aristokraten häufig ihr Geld beim Kartenspiel verloren und ihr gesamtes Vermögen verschwendeten, mussten sie irgendwann ihre Paläste untervermieten. Darin wohnten dann alle gesellschaftlichen Schichten, von den Aristokraten und Freiberuflern über Arbeiter und Handwerker bis zu den Ärmsten. Die Erdgeschoss- oder Kellerwohnungen, diese sogenannten Bassi, sind eine typisch neapolitanische Erscheinung. Sie wurden von der untersten Schicht bewohnt. Sie lebte zusammen mit den anderen sozialen Schichten. Trotzdem kam es immer wieder vor, dass sie rebellierte. Die Angst vor einer Rebellion bewog die Regierungen, eine Art Massenillegalität zuzulassen, die es so nirgendwo sonst in Westeuropa gegeben hat. In einem volksnahen Katholizismus finden sich Herrschende und Beherrschte wieder. Dadurch und mit der tolerierten Kleinkriminalität wird die latente Bereitschaft der Unterschichten zur Rebellion besänftigt. Es hätte ewig so weitergehen können. Aber 1860 stürzt der politische Abenteurer und Freiheitsheld Giuseppe Garibaldi mit rund 1000 Freiwilligen die Herrschaft der Bourbonen über Süditalien. Unterstützt wird er vom Königshaus der Savoia aus dem Piemont, von Freimaurerlogen, von Nationalisten und Republikanern. Aber ohne Hilfe einer bestimmten Machtgruppe hätte Garibaldi mit seinen schlecht bewaffneten Freiwilligen keine Chance gegen die Truppen der spanischen Bourbonen gehabt. Jemand auf Sizilien musste ihn unterstützt haben. Der sizilianische Adel und die katholische Kirche waren es mit Sicherheit nicht. Una cosa è certa. Während des Einmarsches von Garibaldi in Palermo gab es Gruppierungen der Mafia, die sich an den Aufständen beteiligten. Denn alles in allem kam ihr eine Veränderung gelegen. Garibaldi stößt rasch bis Neapel vor. Der Polizeipräsident befürchtet, die bourbonentreue Camorra könnte die Volksmassen gegen Garibaldis Truppen mobilisieren, ein Blutbad verursachen. Er überlegt hin und her und befiehlt schließlich, alle Camorra-Bosse in die Nationalgarde zu berufen. Garibaldis Einzug in Neapel ist einer der wenigen Machtwechsel in der Geschichte der Stadt, der keinen Volksaufstand auslöste. Es wird ein ruhiger Machtwechsel, weil die Camorra als Polizei auftritt. Ich kenne keinen vergleichbaren historischen Fall dieser Tragweite in anderen Teilen Europas. Die Camorra übernahm damals offiziell Polizeifunktionen. Die Einigung Italiens ist noch nicht vollendet. Von Rom aus herrscht der Papst über einen eigenen mittelitalienischen Staat. 1870 stürmen die Truppen des Königshauses von Piemont das päpstliche Rom. Nach dessen Kapitulation wird Rom die Hauptstadt der konstitutionellen Monarchie des geeinten Italiens. Der seit über 1000 Jahren bestehende Kirchenstaat verschwindet für immer von der Landkarte. Verbittert ziehen sich die Päpste in ihren winzigen Vatikanstaat im Zentrum von Rom zurück, verweigern jahrzehntelang aus Protest die Zusammenarbeit mit dem jungen Staat Italien, verbieten ihren Gläubigen sogar die Teilnahme an Wahlen. Aus dem papsttreuen Süditalien erhält der Vatikan breite Unterstützung.
Mit dem Vatikan wenden sich auch die Mafien gegen den neuen Staat, der sie, wie gewöhnliche Kriminelle, zu verfolgen beginnt. Allerdings haben einige Mafia-Bosse von der Enteignung des Kirchenbesitzes profitiert. Nach der Einheit Italiens gelang es einigen der Gabellotti, Ländereien, die der Kirche entzogen wurden, zu erwerben. Manche von ihnen bekamen sogar einen Adelstitel. Das war ja immer ihr großer Traum gewesen, den Platz derjenigen einzunehmen, die vor ihnen geherrscht hatten. Keiner der liberalen Politiker des vereinten Italiens erkannte, welches Pulverfass sie mit Süditalien geerbt hatten. Als Garibaldi 1860 nach Sizilien und danach nach Kalabrien kam, wurde den Bauern Land versprochen. Er versprach, die Ländereien der Barone an die Bauern zu verteilen. Dieses Versprechen wurde nicht gehalten. Die Barone gewannen sofort die Oberhand zurück. Sie brachen dieses Versprechen. Die Folge? Ein explosiver Ausbruch des Banditentums in Süditalien. Die Reaktion der neuen Staatsführung? Rom setzte die Armee in Marsch, die die Räuberbanden brutal zerschlug, ihre Anführer liquidierte. Am Feudalsystem in Süditalien wurde nichts geändert. Wie Tomasi di Lampedusa im Leopard schreibt, ändern wir alles, damit sich nichts ändert. Palermo um 1900. Die Kirche hat immer noch großen Einfluss auf das kulturelle Leben. Die Masse der Bevölkerung lebt arm und rechtlos unter Bedingungen, die Reisende aus dem Norden erschrecken. Die sizilianischen Adeligen verhalten sich so, als habe es keinerlei Modernisierung gegeben. Nicht die Französische Revolution, nicht die Liberalisierung nach 1848, nicht die industrielle Revolution. Ihre Söhne machen die immer gleichen Karrieren. Wilde Jugendjahre, regelmäßige Bordellbesuche inklusive, danach der Aufstieg in höhere Positionen beim Militär oder in der Verwaltung. Dann die standesgemäße Heirat. Standesgemäß? Immer öfter werden Ehen mit Töchtern und Söhnen aus Mafia-Familien akzeptiert. Denn die haben inzwischen, was dem Adel zunehmend fehlt, Geld. Mit einer Dynamik, Entschlossenheit und Brutalität ohnegleichen erobern die Mafien Süditaliens alle Wirtschaftsfelder, die Profit garantieren. Erst die Landwirtschaft und den Fischfang, dann die Märkte in den Städten. Sie sind es, die sich notfalls mit Gewalt holen, was das feudale System für sich allein beansprucht hat. Macht, Reichtum, Straffreiheit. Geradezu symbolisch die sogenannte Matanza, das Abschlachten von Thunfischen und deren anschließende Verwertung. Einst ein hochprofitables Geschäft. Die Mafiosi kontrollierten es vom Anfang bis zum Ende. Einzelne Thunfische werden vom Schwarm isoliert, in ein Netz getrieben, in die sogenannte Todeskammer und dann brutal getötet. Genauso geht die Mafia bei ihren menschlichen Opfern vor. Jeder der am Geschäft Beteiligten muss die Preise der Thunfischmafia, bestehend aus 3-4 Familien, akzeptieren und von seinem kleinen Gewinn auch noch eine Abgabe, den Pizzo, an die Monopolisten entrichten. Die Männer auf den Fangbooten wurden ebenfalls bis aufs Blut ausgebeutet. Versuche der Gewerkschaften, das Einkommen und die Arbeitsbedingungen der Fischer zu verbessern, wurden mit offener oder versteckter Gewalt unterdrückt. Wer protestierte, sich dem Diktat der Thunfischmafia widersetzte oder gar versuchte, einen Fuß in das Geschäft zu bekommen, wurde mitsamt seinen Gefolgsleuten liquidiert.
Nach den Märkten eroberten die Mafien Mitte des letzten Jahrhunderts die großen Städte und zerstörten sie mit Tonnen von Beton. Sie griffen brutal alle Teile der Staatsmacht an, die sie strafrechtlich verfolgen wollten. Und sie eliminierten in ihren Reihen alle, die sich nicht an Expansionen auf neue Märkte beteiligen wollten. Horrende Profite aus dem Drogenhandel, Prostitution, Geldwäsche, Schutzgelderpressung, Bilanz- und Subventionsbetrug, Fälschungen von Nahrungsmitteln und Markenartikeln, illegale Giftmüllentsorgung, Waffen- und Menschenhandel. Jahresumsatz 150 Milliarden Euro. Ihr Hauptstützpunkt in Norditalien ist die Finanz- und Industriemetropole Mailand geworden. Sie investieren dort nach Erkenntnissen der Antimafia-Behörde Hunderte von Millionen Euro in Megaprojekte, wie zum Beispiel in die Weltausstellung des Jahres 2015. Sie lassen ihr schmutziges, trickreich gewaschenes Geld in großen Versicherungskonzernen und internationalen Banken zirkulieren. Nach Erkenntnissen der italienischen Nationalbank spielen sie eine immer stärkere Rolle an den wichtigsten Börsen der Welt. Die Mafien Süditaliens haben den bürgerlichen Rechtsstaat nie akzeptiert. Genau darin stimmt die Mehrheit der Bevölkerung Süditaliens mit ihnen überein. Der moderne italienische Staat war und ist in ihren Augen weder gerecht noch fortschrittlich. Zu viele Traditionen und Empfindlichkeiten wurden verletzt, der Lächerlichkeit preisgegeben. Zu viele Vorteile dem Norden gewährt und zu viele Benachteiligungen dem Süden aufgezwungen. Die Autorität der Mafia wurzelt in feudalen Vorstellungen von Ordnung und Stabilität, von Gefälligkeit und Unterwerfung. Das System der Mafien wird nicht bejubelt und gefeiert. Es ist ein Terrorsystem. Aber es hat sich bewährt. Es ist nur auf den ersten Blick ein anachronistisches, mittelalterliches System. In Wahrheit ist es auf unheimliche Weise modern, erfolgreich und global einsetzbar. Mafia. Ein Wort auf der ganzen Welt gleich buchstabiert und ausgesprochen. Das jeder sofort mit Italien verbindet, das Angst macht. Mafia. Ein italienisches Wort ist es nicht. Im Gegensatz zu Pizza, Gelato, Espresso, Cappuccino, Prosecco. Überall in der Welt italienische Namen und Produkte, offen und sichtbar. Aber Mafia? Keine Spur. Dass sie mittlerweile überall in der Welt zu Hause ist, will man lieber nicht wahrhaben. Selbst wenn es zu spektakulären Mafia-Massakern kommt, wie in Duisburg im August 2007, dann werden die Täter so schnell wie möglich nach Italien abgeschoben. Denn Mafia ist ja ein italienisches Problem. Das stimmt längst nicht mehr. Die Mafia hat weltweit eine große Zukunft vor sich. Der Schlüssel dazu liegt in ihrer langen Vergangenheit.
Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts versuchen Historiker, die Entstehungsgeschichte der Mafia zu erforschen. Einer von ihnen ist Enzo Ciconte. Besonders viele Dokumente gibt es dazu nicht, dafür aber eine Ursprungslegende, von der Mafia selbst in Umlauf gebracht. Es waren einmal drei spanische Ritter, Osso, Mastrosso und Carcagnosso. Sie sollen 1492 von Spanien nach Italien gekommen sein. Zuerst auf die Insel Favignana vor Sizilien. 29 Jahre lang lebten sie versteckt in Höhlen und berieten die Gesetze, nach denen sich alle richten sollten. Als sie ans Tageslicht zurückkehrten, trennten sie sich. Einer blieb auf Sizilien und gründete die Mafia. Einer ging nach Kalabrien, dort gründete er die Ndrangheta. Der dritte gründete in Neapel die Camorra. Diese Legende verrät vor allem eines. Die Mafiosi wollten sich einen eigenen Stammbaum verschaffen, den es nicht gab. Die Legende verrät aber auch, in der Fantasie des Mafioso haben die sizilianische Mafia, die neapolitanische Camorra und die Ndrangheta in Kalabrien einen gemeinsamen kulturellen Ursprung in der Gestalt von drei spanischen Rittern. Wieso berufen sich die Mafiosi in ihrem frei erfundenen Stammbaum auf Spanien? Auf spanische Ritter, auf spanische Aristokraten? Den Nationalstaat Italien gibt es erst seit 1861. Seit dem 13. Jahrhundert beherrschten die Spanier mit kurzen Unterbrechungen Süditalien. Noch im 19. Jahrhundert, als in Sizilien, Kalabrien und Kampanien die drei größten Mafia-Organisationen entstanden, gehörte Süditalien dem spanischen Zweig der Bourbonen, seit 1816 Königreich beider Sizilien genannt. Das heißt, die Mafien entstanden auf spanischem Territorium. Die Entstehung der süditalienischen Mafien in diesen drei Regionen hat ganz offensichtlich etwas mit der Geschichte des Königreichs beider Sizilien zu tun. Am längsten stand Sizilien unter spanischem Einfluss. Wer heute auf die Insel kommt, in seine Hauptstadt Palermo, hat dasselbe Gefühl wie viele Reisende früher. Es ist ein anderes Land. Es gehört irgendwie immer noch nicht zu Italien, zu Europa. Aber was macht Sizilien so anders? Jahrhunderte arabischer und normannischer Vorherrschaft? Oder der alles durchdringende Einfluss der einstigen katholischen Weltmacht Spanien? Für Spanien war Sizilien genauso eine Kolonie wie seine Eroberungen in Lateinamerika. Spanien spielte bei der Entstehung der Mafia eine entscheidende Rolle. Die spanische Fremdherrschaft begünstigte den, der sie politisch unterstützte. Nicht der mit den größten Verdiensten machte Karriere, sondern der, der dem spanischen Statthalter die größten Gefälligkeiten erwies. Dieses System kopierte eine Gruppe untergeordneter Personen. So entstanden die ersten Mafia-Organisationen. Sizilien war immer Frontstaat, direkt konfrontiert mit dem stärksten Gegner des christlichen Abendlandes, der arabischen Welt. Das Stadtbild von Palermo wird bis heute von Monumenten beherrscht, die von einem militanten, missionarischen und auf Eroberung ausgerichteten Katholizismus erzählen. Heute sind diese Erinnerungen lebendig. Unglaublich brutale Mafia-Attentate auf Vertreter des italienischen Nationalstaates, seiner Justiz und Ordnungskräfte in den letzten 40 Jahren. Härte und Gewalt haben hier eine lange Tradition, seit den Zeiten der Inquisition, die von den Spaniern auf Sizilien eingeführt wurde. Angebliche Ketzer und Sektierer wurden mit exemplarisch grausamen Strafen bekämpft, mit möglichst hohem Abschreckungseffekt. Bandzeichnungen von Opfern der Inquisition in einem ehemaligen Gefängnis. Um ihre Unschuld zu beweisen, lobpreisen sie das Papsttum, die spanische Armada, die spanischen Ritter, die spanischen Königinnen und Könige.
Es hilft den Opfern wenig. Ihr Los ist schwerste Folter, oft der Scheiterhaufen. Im einfachen Volk überlebt dagegen der Mythos der edlen Gotteskrieger bis heute. Die Ritter verteidigen die Gläubigen freiwillig im Kampf gegen alle Feinde der Kirche. Zum Nimbus der Mafia gehören die geheimnisvollen Aufnahmerituale, zusammengesetzt aus Riten der Freimaurer und der katholischen Kirche. Chiffrierte Gesten und Symbole und immer Heiligenbilder, Bibelsprüche. Wer den Treueschwur bricht, bezahlt mit seinem Leben. Die Mafien sind zu weltweit operierenden Kartellen mutiert, technologisch hochgerüstet. Sie lassen ihre Söhne in Harvard, Cambridge oder Berlin studieren. Sie beschäftigen Heere von Steuer- und Finanzberatern, Anwälten und Strohmännern. Sie bestechen Beamte, Politiker, Manager, dringen immer tiefer in die Finanz- und Wirtschaftssysteme ein. Vermutlich gibt es etwa 150.000 aktive Mafia-Mitglieder. Das ist weniger als 1% der 20 Millionen Bevölkerung Süditaliens. Das einzige Risiko: ein zu früher Tod. Aber selbst der bedeutet einen weiteren Aufstieg in die Ahnengalerie der Mafia-Aristokratie. Heute kennen süditalienische Schulkinder die Namen der großen Bosse und Mafia-Familien besser als die der italienischen Staatsgründer. Rückendeckung bekamen die Mafiosi immer von der katholischen Kirche. Die brauchte eine treu ergebene Ordnungsmacht auf dem Land und in den Städten. Die Mafiosi präsentieren sich immer als gute, strenggläubige Katholiken. Sie sind grundsätzlich sehr konservative Menschen. Im katholischen Süden brauchen sie die Unterstützung der Bevölkerung, müssen sich deshalb die Kirche unbedingt zum Freund machen. Andererseits sah die Kirche lange Zeit keinen Grund, sich gegen die Mafia zu stellen. Jedenfalls dachte sie das. Mafia und Kirche lebten immer eng zusammen, in einer Art fatalen Eintracht, die bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts anhielt. Das kann man heute noch sehen, zum Beispiel bei der Karfreitagsprozession in Trapani. Barock im spanischen Stil. Ein von Jesuiten ersonnener Rahmen, in dem das Volk durch spektakuläre Feste und Prozessionen enger an die Kirche gebunden wurde, sich selbst in Ritualen darstellen konnte und dadurch immun werden sollte gegenüber papstfeindlichen Reformatoren oder, schlimmer noch, atheistischen Liberalen und Revolutionären. Im Kreuzweg findet sich jeder wieder. Im verratenen und gemarterten Jesus, in der schmerzensreichen Mutter Gottes, in den Märtyrern des Christentums. War nicht auch die Bevölkerung Süditaliens verraten und verkauft, jahrhundertelang von Fremden beherrscht worden? Weinten nicht Generationen von Müttern um geraubte, verschollene, getötete Söhne und Töchter? Geschickt nutzte die von Spanien aus gesteuerte Gegenreformation diese Gefühlslage aus. Aber auch die Mafiosi. Sie stellten sich als die Nachfolger der todesmutigen christlichen Ritter und als Beschützer des einfachen Volkes dar. Ohne ihr Geld wären solche Spektakel nie realisierbar gewesen. Aber auch nicht ohne die aktive Beteiligung der gesamten Bevölkerung. La Mafia. Die Mafia will ihr Territorium immer ohne viel Aufhebens kontrollieren. Deshalb versucht sie, unauffällig die Kontrolle über die Volksfeste zu erlangen, die christlichen Laienbruderschaften oder Zünfte zu unterwandern. Es gab und gibt immer die heimliche Kontrolle über diese Vereinigungen, um sie für eigene Zwecke auszunutzen. Thank you.
Im Landesinneren. Kein Bauernhof, kein Fluss, kein Bach, kaum ein Baum. Eine zerstörte, ausgelaugte Landschaft. Sizilien war einmal eine üppig bewaldete, wasserreiche Insel. Die Kornkammer des Römischen Reiches. Heruntergewirtschaftet wurde sie von den sizilianischen Adeligen. Fixiert auf ihre spanischen Vorbilder, die weltweit ihre Kolonien und deren Bevölkerung wie Zitronen auspressten und dann ihrem Schicksal überließen. Ohne daran zu denken, was für Konsequenzen das für die Menschen hatte. Das feudalistische System des Großgrundbesitzes, in dem allein die adeligen Herrscher das Gesetz bestimmten, hielt sich nur in zwei Regionen Europas bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Im südspanischen Andalusien und in Süditalien. Ende des 17. Jahrhunderts zieht die sizilianische Aristokratie Richtung Palermo, dem Sitz des spanischen Vizekönigs, und überlässt ihre Ländereien Verwaltern. Sie baut in unmittelbarer Nähe des spanischen Königspalastes ihre Stadtpaläste. Die Gabellotti übernehmen die Kontrolle des Territoriums mit den Privilegien der Aristokraten. Das Recht, alles absolutistisch zu beherrschen, selbst die Zivil- und Militärgerichtsbarkeit, all das haben die Adligen nur begrenzt genutzt. Sie scheuten Konflikte mit der Landbevölkerung. Der Gabellotto dagegen will diese Privilegien voll ausnutzen, um Prestige und Macht zu gewinnen. Er stellt deshalb richtige kleine lokale Armeen auf, mit denen er im Namen des Fürsten die Macht ausübt. Das ist der Nährboden, auf dem die Mafia entsteht. Questo è l'humus dal quale poi nasce la mafia. Sie kopieren Sprache, Rituale und Habitus der adeligen spanischen Ritter, auch die der katholischen Kirche. Sie schwören auf die Bibel, gerieren sich als verschworene Gemeinschaft der Gerechten und der Rächer. Immer im Dienst des einfachen Volkes und des Christentums. Wieso berufen sich die Mafiosi in ihrem frei erfundenen Stammbaum auf Spanien? Auf spanische Ritter, auf spanische Aristokraten. Den Nationalstaat Italien gibt es erst seit 1861. Seit dem 13. Jahrhundert beherrschten die Spanier mit kurzen Unterbrechungen Süditalien. Noch im 19. Jahrhundert, als in Sizilien, Kalabrien und Kampanien die drei größten Mafia-Organisationen entstanden, gehörte Süditalien dem spanischen Zweig der Bourbonen. Seit 1816 Königreich beider Sizilien genannt. Das heißt, die Mafien entstanden auf spanischem Territorium. Die Entstehung der süditalienischen Mafien in diesen drei Regionen hat ganz offensichtlich etwas mit der Geschichte des Königreichs beider Sizilien zu tun. Am längsten stand Sizilien unter spanischem Einfluss. Wer heute auf die Insel kommt, in seine Hauptstadt Palermo, hat dasselbe Gefühl wie viele Reisende früher. Es ist ein anderes Land. Es gehört irgendwie immer noch nicht zu Italien, zu Europa. Aber was macht Sizilien so anders? Jahrhunderte arabischer und normannischer Vorherrschaft? Oder der alles durchdringende Einfluss der einstigen katholischen Weltmacht Spanien? Für Spanien war Sizilien genauso eine Kolonie wie seine Eroberungen in Lateinamerika. Spanien spielte bei der Entstehung der Mafia eine entscheidende Rolle. Die spanische Fremdherrschaft begünstigte den, der sie politisch unterstützte. Nicht der mit den größten Verdiensten machte Karriere, sondern der, der dem spanischen Statthalter die größten Gefälligkeiten erwies. Dieses System kopierte eine Gruppe untergeordneter Personen. So entstanden die ersten Mafia-Organisationen. Sizilien war immer Frontstaat, direkt konfrontiert mit dem stärksten Gegner des christlichen Abendlandes, der arabischen Welt.
Das Stadtbild von Palermo wird bis heute von Monumenten beherrscht, die von einem militanten, missionarischen und auf Eroberung ausgerichteten Katholizismus erzählen. Heute sind diese Erinnerungen lebendig. Unglaublich brutale Mafia-Attentate auf Vertreter des italienischen Nationalstaates, seiner Justiz und Ordnungskräfte in den letzten 40 Jahren. Härte und Gewalt haben hier eine lange Tradition, seit den Zeiten der Inquisition, die von den Spaniern auf Sizilien eingeführt wurde. Die Camorra übernahm damals offiziell Polizeifunktionen. Die Einigung Italiens ist noch nicht vollendet. Von Rom aus herrscht der Papst über einen eigenen mittelitalienischen Staat. 1870 stürmen die Truppen des Königshauses von Piemont das päpstliche Rom. Nach dessen Kapitulation wird Rom die Hauptstadt der konstitutionellen Monarchie des geeinten Italiens. Der seit über 1000 Jahren bestehende Kirchenstaat verschwindet für immer von der Landkarte. Verbittert ziehen sich die Päpste in ihren winzigen Vatikanstaat im Zentrum von Rom zurück, verweigern jahrzehntelang aus Protest die Zusammenarbeit mit dem jungen Staat Italien, verbieten ihren Gläubigen sogar die Teilnahme an Wahlen. Aus dem papsttreuen Süditalien erhält der Vatikan breite Unterstützung. Mit dem Vatikan wenden sich auch die Mafien gegen den neuen Staat, der sie, wie gewöhnliche Kriminelle, zu verfolgen beginnt. Allerdings haben einige Mafiabosse von der Enteignung des Kirchenbesitzes profitiert. Nach der Einheit Italiens gelang es einigen der Gabellotti, Ländereien, die der Kirche entzogen wurden, zu erwerben. Manche von ihnen bekamen sogar einen Adelstitel. Das war ja immer ihr großer Traum gewesen, den Platz derjenigen einzunehmen, die vor ihnen geherrscht hatten. Keiner der liberalen Politiker des vereinten Italiens erkannte, welches Pulverfass sie mit Süditalien geerbt hatten. Als Garibaldi 1860 nach Sizilien und danach nach Kalabrien kam, wurde den Bauern Land versprochen. Er versprach, die Ländereien der Barone an die Bauern zu verteilen. Dieses Versprechen wurde nicht gehalten. Die Barone gewannen sofort die Oberhand zurück. Sie brachen dieses Versprechen. Die Folge? Ein explosiver Ausbruch des Banditentums in Süditalien. Die Reaktion der neuen Staatsführung? Rom setzte die Armee in Marsch, die Räuberbanden brutal zerschlug, ihre Anführer liquidierte. Am Feudalsystem in Süditalien wurde nichts geändert. Wie Tomasi di Lampedusa im Leopard schreibt, ändern wir alles, damit sich nichts ändert. Palermo um 1900. Die Kirche hat immer noch großen Einfluss auf das kulturelle Leben, verschwindet für immer von der Landkarte. Verbittert ziehen sich die Päpste in ihren winzigen Vatikanstaat im Zentrum von Rom zurück, verweigern jahrzehntelang aus Protest die Zusammenarbeit mit dem jungen Staat Italien, verbieten ihren Gläubigen sogar die Teilnahme an Wahlen. Aus dem papsttreuen Süditalien erhält der Vatikan breite Unterstützung. Mit dem Vatikan wenden sich auch die Mafien gegen den neuen Staat, der sie, wie gewöhnliche Kriminelle, zu verfolgen beginnt. Allerdings haben einige Mafiabosse von der Enteignung des Kirchenbesitzes profitiert. Nach der Einheit Italiens gelang es einigen der Gabellotti, Ländereien, die der Kirche entzogen wurden, zu erwerben. Manche von ihnen bekamen sogar einen Adelstitel. Das war ja immer ihr großer Traum gewesen, den Platz derjenigen einzunehmen, die vor ihnen geherrscht hatten. Keiner der liberalen Politiker des vereinten Italiens erkannte, welches Pulverfass sie mit Süditalien geerbt hatten.
Als Garibaldi 1860 nach Sizilien und danach nach Kalabrien kam, wurde den Bauern Land versprochen. Er versprach, die Ländereien der Barone an die Bauern zu verteilen. Dieses Versprechen wurde nicht gehalten. Die Barone gewannen sofort die Oberhand zurück. Sie brachen dieses Versprechen. Die Folge? Ein explosiver Ausbruch des Banditentums in Süditalien. Die Reaktion der neuen Staatsführung? Rom setzte die Armee in Marsch, die Räuberbanden brutal zerschlug, ihre Anführer liquidierte. Am Feudalsystem in Süditalien wurde nichts geändert. Wie Tomasi di Lampedusa im Leopard schreibt, ändern wir alles, damit sich nichts ändert. Palermo um 1900. Die Kirche hat immer noch großen Einfluss auf das kulturelle Leben. Die Masse der Bevölkerung lebt arm und rechtlos unter Bedingungen, die Reisende aus dem Norden erschrecken. Die sizilianischen Adeligen verhalten sich so, als habe es keinerlei Modernisierung gegeben. Nicht die Französische Revolution, nicht die Liberalisierung nach 1848, nicht die industrielle Revolution. Ihre Söhne machen die immer gleichen Karrieren. Wilde Jugendjahre, regelmäßige Bordellbesuche in Reformation, diese Gefühlslage aus. Aber auch die Mafiosi. Sie stellten sich als die Nachfolger der todesmutigen christlichen Ritter und als Beschützer des einfachen Volkes dar. Ohne ihr Geld wären solche Spektakel nie realisierbar gewesen. Aber auch nicht ohne die aktive Beteiligung der gesamten Bevölkerung. La Mafia. Die Mafia will ihr Territorium immer ohne viel Aufhebens kontrollieren. Deshalb versucht sie, unauffällig die Kontrolle über die Volksfeste zu erlangen, die christlichen Laienbruderschaften oder Zünfte zu unterwandern. Es gab und gibt immer die heimliche Kontrolle über diese Vereinigungen, um sie für eigene Zwecke auszunutzen. Im Landesinneren. Kein Bauernhof, kein Fluss, kein Bach, kaum ein Baum. Eine zerstörte, ausgelaugte Landschaft. Sizilien war einmal eine üppig bewaldete, wasserreiche Insel. Die Kornkammer des Römischen Reiches. Heruntergewirtschaftet wurde sie von den sizilianischen Adeligen. Fixiert auf ihre spanischen Vorbilder, die weltweit ihre Kolonien und deren Bevölkerung wie Zitronen auspressten und dann ihrem Schicksal überließen. Ohne daran zu denken, was für Konsequenzen das für die Menschen hatte. Das feudalistische System des Großgrundbesitzes, in dem allein die adeligen Herrscher das Gesetz bestimmten, hielt sich nur in zwei Regionen Europas bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Im südspanischen Andalusien und in Süditalien. Ende des 17. Jahrhunderts zieht die sizilianische Aristokratie Richtung Palermo, dem Sitz des spanischen Vizekönigs, und überlässt ihre Ländereien Verwaltern. Sie baut in unmittelbarer Nähe des spanischen Königspalastes ihre Stadtpaläste. Die Gabellotti übernehmen die Kontrolle des Territoriums mit den Privilegien der Aristokraten. Das Recht, alles absolutistisch zu beherrschen, selbst die Zivil- und Militärgerichte.
Obwohl das hier ein sehr heller, vom Licht erfüllter Ort ist, sehen wir wenig davon. Der größte Kummer besteht darin, dass die Hoffnung meines Vaters, wir könnten es am Ende hier einmal besser haben, unerfüllt blieb. Nicht einmal dafür hat sich sein Tod gelohnt. Das ist für mich persönlich sehr traurig. Aber für die Gesellschaft, in der ich lebe, ist es furchtbar. Die Autostrada del Sole, seit 50 Jahren im Bau. Nie versiegene Einkommensquelle für die Baufirmen der 'Ndrangheta. In Kampanien mit seiner Hauptstadt Neapel regiert die Camorra. Die älteste Mafia Süditaliens war immer städtisch, in den Stadtvierteln von Neapel verankert. In der überfüllten Hauptstadt der spanischen Bourbonen war die Camorra Sprachrohr und Vertreterin der ungebildeten Massen und dabei eng mit den königlichen Machthabern und ihrem Staatsapparat verbündet. Man kann es kaum glauben, die Camorra war bis zum Ende der spanischen Herrschaft über Süditalien staatstragend. Die Bourbonen gingen mit ihren Gegnern hart ins Gericht, nicht aber mit denen, die ihnen treu ergeben waren. Die Mehrheit der unteren Volksschichten stand auf Seiten der Bourbonen. Dafür gewährten die Bourbonen ihnen quasi einen rechtsfreien Raum, innerhalb dessen diese Schichten tun und lassen konnten, was sie wollten. Mitten im Zentrum wird auf einer öffentlichen Straße in aller Seelenruhe eine Veranda vor eine Erdgeschosswohnung gemauert. Eine Baugenehmigung kann es dafür beim besten Willen nicht geben. Diese tolerierte Illegalität hat in der neapolitanischen Kultur eine Art Moral der Illegalität etabliert. Das Viertel Sanità im Zentrum der Stadt ist komplett in der Hand von Camorra-Clans. Der Handel mit Rauschgift hat zu blutigen Verteilungskämpfen geführt, mit über 1000 Toten pro Jahr. Noch bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg trafen sich die Camorristi regelmäßig in den Katakomben unter den Kirchen ihres Viertels, wie in einem Stadtparlament oder in einer Bezirksversammlung, um über interne und allgemeine Angelegenheiten zu beraten. Sie achteten sehr auf basisdemokratische Regeln bei Wahlen und wichtigen Entscheidungen. Auch sie waren und sind tief katholisch, aber in ihren Sitten und Gebräuchen viel toleranter als ihre Brüder und Schwestern weiter im Süden. Die Camorra hat trotz aller geheimen Riten enger an die Kirche gebunden wurde, sich selbst in Ritualen darstellen konnte und dadurch immun werden sollte gegenüber papstfeindlichen Reformatoren oder schlimmer noch atheistischen Liberalen und Revolutionären. Im Kreuzweg findet sich jeder wieder. Im verratenen und gemarterten Jesus, in der schmerzensreichen Mutter Gottes, in den Märtyrern des Christentums. War nicht auch die Bevölkerung Süditaliens verraten und verkauft, jahrhundertelang von Fremden beherrscht worden? Weinten nicht Generationen von Müttern um geraubte, verschollene, getötete Söhne und Töchter? Geschickt nutzte die von Spanien aus gesteuerte Gegenreformation diese Gefühlslage aus. Aber auch die Mafiosi. Sie stellten sich als die Nachfolger der todesmutigen christlichen Ritter und als Beschützer des einfachen Volkes dar. Ohne ihr Geld wären solche Spektakel nie realisierbar gewesen. Aber auch nicht ohne die aktive Beteiligung der gesamten Bevölkerung. Die Mafia will ihr Territorium immer ohne viel Aufhebens kontrollieren. Deshalb versucht sie, unauffällig die Kontrolle über die Volksfeste zu erlangen, die christlichen Laienbruderschaften oder Zünfte zu unterwandern. Es gab und gibt immer die heimliche Kontrolle über diese Vereinigungen, um sie für eigene Zwecke auszunutzen. Thank you.
im Landesinneren. Kein Bauernhof, kein Fluss, kein Bach, kaum ein Baum. Eine zerstörte, ausgelaugte Landschaft. Sizilien war einmal eine üppig bewaldete, wasserreiche Insel. Die Kornkammer des Römischen Reiches. Heruntergewirtschaftet wurde sie von den sizilianischen Adeligen. Fixiert auf ihre spanischen Vorbilder, die weltweit ihre Kolonien und deren Bevölkerung wie Zitronen auspressten und dann ihrem Schicksal überließen. Ohne daran zu denken, was für Konsequenzen das für die Menschen hatte. Das feudalistische System des Großgrundbesitzes, in dem allein die adeligen Herrscher das Gesetz bestimmten, hielt sich nur in zwei Regionen Europas bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Im Südspanischen an der Napoleons kamen bis hierher und mit ihnen einige Errungenschaften der Französischen Revolution. Der Feudalismus wurde abgeschafft, auch einfache Menschen konnten Land erwerben. In den Hafenstädten entwickelten sich Handel und Gewerbe. Aber das Innenland blieb unerschlossen. Zu gebirgig, zu extremes Klima, kaum befahrbare Wege, zu viele Räuberbanden, unter ihnen auffallend viele Frauen. Das aber hatte einen Grund. In dieser zerklüfteten Region, in der Dörfer Tagesmärsche voneinander entfernt liegen, organisierten sich die Großfamilien, auch in Räuberbanden. Das war die Basis für die kalabrische Mafia, 'Ndrangheta. Die 'Ndrangheta hat eine familiäre Struktur, die sie von allen anderen italienischen Mafien grundsätzlich unterscheidet. Die Mehrheit der Verwandten des Clanbosses wird über das geheime Ritual in diese Mafia aufgenommen. Vereinigung tapferer Männer. So kann man das griechische Wort 'Ndrangheta übersetzen. Kalabrien war in der Antike eine griechische Kolonie. Noch heute wird in abgelegenen Bergdörfern ein griechischer Dialekt gesprochen. Auch das macht die 'Ndrangheta undurchdringbar. Die Großgrundbesitzer brauchten auf Sizilien zum Schutz ihres Eigentums eine bewaffnete Macht. Wo es keinen Großgrundbesitz gab, war die Situation anders. In Kalabrien gab es in der Provinz von Reggio Calabria nur kleinere Ländereien. Die 'Ndrangheta entstand genau dort, wo es wirtschaftliche Entwicklung gab. Sie wusste, wo sie viel Geld verdienen konnte. Dort, wo Oliven, Obst und Gemüse gedeihen, wo der Handel mit diesen landwirtschaftlichen Produkten blüht, besetzt die 'Ndrangheta zentrale Positionen. Sie ist aber nicht nur in den Küstenregionen präsent. Die Kultur des Olivenhains, der Jahrzehnte braucht, um Früchte zu tragen, ist nicht ihre Sache. Ihre Heimat sind die Bergdörfer. Sie vermittelt und transportiert die Produkte der Bergbauern auf die Märkte. Sie diktiert Preise, erhebt Zölle und treibt Steuern ein. Die Mafia wird immer dort dominierend, wo Reichtum entsteht. Das gilt auch für die 'Ndrangheta. Bis heute sind die Dörfer und Kleinstädte an den Hängen des Zentralmassivs Aspromonte ihre Operationsbasis. Dort, wie in den Küstenebenen, beansprucht sie allein das Gewaltmonopol. Der italienische Nationalstaat hatte weder die Mittel noch das Interesse, diese unwegsame, arme Region bis in den letzten Winkel zu kontrollieren. Die 'Ndrangheta allein bestimmt, was und wer. Im Kreuzweg findet sich jeder wieder. Im verratenen und gemarterten Jesus, in der schmerzensreichen Mutter Gottes, in den Märtyrern des Christentums. War nicht auch die Bevölkerung Süditaliens verraten und verkauft, jahrhundertelang von Fremden beherrscht worden? Weinten nicht Generationen von Müttern um geraubte, verschollene, getötete Söhne und Töchter? Geschickt nutzte die von Spanien aus gesteuerte Gegenreformation diese Gefühlslage aus. Aber auch die Mafiosi. Sie stellten sich als die Nachfolger der todesmutigen christlichen Ritter und als Beschützer des einfachen Volkes dar. Ohne ihr Geld wären solche Spektakel nie realisierbar gewesen. Aber auch nicht ohne die aktive Beteiligung der gesamten Bevölkerung. La Mafia
Die Mafia will ihr Territorium immer ohne viel Aufhebens kontrollieren. Deshalb versucht sie, unauffällig die Kontrolle über die Volksfeste zu erlangen, die christlichen Laienbruderschaften oder Zünfte zu unterwandern. Es gab und gibt immer die heimliche Kontrolle über diese Vereinigungen, um sie für eigene Zwecke auszunutzen. Im Landesinneren. Kein Bauernhof, kein Fluss, kein Bach, kaum ein Baum. Eine zerstörte, ausgelaugte Landschaft. Sizilien war einmal eine üppig bewaldete, wasserreiche Insel. Die Kornkammer des Römischen Reiches. Heruntergewirtschaftet wurde sie von den sizilianischen Adeligen. Fixiert auf ihre spanischen Vorbilder, die weltweit ihre Kolonien und deren Bevölkerung wie Zitronen auspressten und dann ihrem Schicksal überließen. Ohne daran zu denken, was für Konsequenzen das für die Menschen hatte. Das feudalistische System des Großgrundbesitzes, in dem allein die adeligen Herrscher das Gesetz bestimmten, hielt sich nur in zwei Regionen Europas bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Im südspanischen Andalusien und in Süditalien. Königinnen und Könige. Es hilft den Opfern wenig. Ihr Los ist schwerste Folter, oft der Scheiterhaufen. Im einfachen Volk überlebt dagegen der Mythos der edlen Gotteskrieger bis heute. Die Ritter verteidigen die Gläubigen freiwillig im Kampf gegen alle Feinde der Kirche. Zum Nimbus der Mafia gehören die geheimnisvollen Aufnahmerituale. Zusammengesetzt aus Riten der Freimaurer und der katholischen Kirche. Chiffrierte Gesten und Symbole und immer Heiligenbilder, Bibelsprüche. Wer den Treueschwur bricht, bezahlt mit seinem Leben. Die Mafien sind zu weltweit operierenden Kartellen mutiert, technologisch hochgerüstet. Sie lassen ihre Söhne in Harvard, Cambridge oder Berlin studieren. Sie beschäftigen Heere von Steuer- und Finanzberatern, Anwälten und Strohmännern. Sie bestechen Beamte, Politiker, Manager, dringen immer tiefer in die Finanz- und Wirtschaftssysteme ein. Vermutlich gibt es etwa 150.000 aktive Mafia-Mitglieder. Das ist weniger als 1% der 20 Millionen Bevölkerung Süditaliens. Das einzige Risiko: ein zu früher Tod. Aber selbst der bedeutet einen weiteren Aufstieg in die Ahnengalerie der Mafia-Aristokratie. Heute kennen süditalienische Schulkinder die Namen der großen Bosse und Mafia-Familien besser als die der italienischen Staatsgründer. Rückendeckung bekamen die Mafiosi immer von der katholischen Kirche. Die brauchte eine treu ergebene Ordnungsmacht auf dem Land und in den Städten. Die Mafiosi präsentieren sich immer als gute, strenggläubige Katholiken. Sie sind grundsätzlich sehr konservative Menschen. Im katholischen Süden brauchen sie die Unterstützung der Bevölkerung, müssen sich deshalb die Kirche unbedingt zum Freund machen. Andererseits sah die Kirche lange Zeit keinen Grund, sich gegen die Mafia zu stellen. Jedenfalls dachte sie das. Mafia und Kirche lebten immer eng zusammen, in einer Art fatalen Eintracht, die bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts anhielt. Das kann man heute noch sehen, zum Beispiel bei der Karfreitagsprozession in Trapani. Tiert mit dem stärksten Gegner des christlichen Abendlandes,
der arabischen Welt. Das Stadtbild von Palermo wird bis heute von Monumenten beherrscht, die von einem militanten, missionarischen und auf Eroberung ausgerichteten Katholizismus erzählen. Heute sind diese Erinnerungen lebendig. Unglaublich brutale Mafia-Attentate auf Vertreter des italienischen Nationalstaates, seiner Justiz- und Ordnungskräfte in den letzten 40 Jahren. Härte und Gewalt haben hier eine lange Tradition, seit den Zeiten der Inquisition, die von den Spaniern auf Sizilien eingeführt wurde. Angebliche Ketzer und Sektierer wurden mit exemplarisch grausamen Strafen bekämpft, mit möglichst hohem Abschreckungseffekt. Bandzeichnungen von Opfern der Inquisition in einem ehemaligen Gefängnis. Um ihre Unschuld zu beweisen, lobpreisen sie das Papsttum, die spanische Armada, die spanischen Ritter, die spanischen Königinnen und Könige. Es hilft den Opfern wenig. Ihr Los ist schwerste Folter, oft der Scheiterhaufen. Im einfachen Volk überlebt dagegen der Mythos der edlen Gotteskrieger bis heute. Die Ritter verteidigen die Gläubigen freiwillig im Kampf gegen alle Feinde der Kirche. Zum Nimbus der Mafia gehören die geheimnisvollen Aufnahmerituale, zusammengesetzt aus Riten der Freimaurer und der katholischen Kirche. Chiffrierte Gesten und Symbole und immer Heiligenbilder, Bibelsprüche. Wer den Treueschwur bricht, bezahlt mit seinem Leben. Die Mafien sind zu weltweit operierenden Kartellen mutiert, technologisch hochgerüstet. Sie lassen ihre Söhne in Harvard, Cambridge oder Berlin studieren. Sie beschäftigen Heere von Steuer- und Finanzberatern, Anwälten und Strohmännern. Sie bestechen Beamte, Politiker, Manager, dringen immer tiefer in die Finanz- und Wirtschaftssysteme ein. Vermutlich gibt es etwa 150.000 aktive Mafia-Mitglieder. Das ist weniger als 1% der 20 Millionen Bevölkerung Süditaliens. Das einzige Risiko: ein zu früher Tod. Aber selbst der bedeutet einen weiteren Aufstieg in die Ahnengalerie der Mafia-Aristokratie. Heute kennen süditalienische Schulkinder die Namen der großen Bosse und Mafia-Familien besser als die der italienischen Staatspolizei, Polizei zusammengearbeitet, eine Mafia-Frau verführt haben. Wer umgebracht wird, hat eine der ungeschriebenen Regeln der drei spanischen Ritter gebrochen. Darauf gibt es nur eine Strafe, den Tod. Die fürchterlichste Strafe der Mafia: das Opfer wird entführt, umgebracht und irgendwo verscharrt oder in Salzsäure aufgelöst. Die Familie bleibt im Ungewissen, hat keinen Leichnam, den sie beerdigen, kein Grab, das sie aufsuchen kann. Das Regime der Mafia funktioniert mit diesen offenen und versteckten Mitteln des Terrors seit mehr als 1,5 Jahrhunderten. Die sizilianische Mafia hat immer auch das benachbarte Kalabrien beeinflusst. Die Meerenge zwischen Messina und Reggio Calabria ist gerade mal 3 bis 8 Kilometer breit. Die Spitze des italienischen Stiefels war bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts eine vergessene, unzugängliche Region. Aber Kalabrien war nicht immer schon von der Welt abgeschnitten. Die Armeen Napoleons kamen bis hierher und mit ihnen einige Errungenschaften der Französischen Revolution. Der Feudalismus wurde abgeschafft, auch einfache Menschen konnten Land erwerben. In den Hafenstädten entwickelten sich Handel und Gewerbe. Aber das Innenland,
blieb unerschlossen. Zu gebirgig, zu extremes Klima, kaum befahrbare Wege, zu viele Räuberbanden. Unter ihnen auffallend viele Frauen. Das aber hatte einen Grund. In dieser zerklüfteten Region, in der Dörfer Tagesmärsche voneinander entfernt liegen, organisierten sich die Großfamilien, auch in Räuberbanden. Das war die Basis für die kalabrische Mafia, 'Ndrangheta. Die 'Ndrangheta hat eine familiäre Struktur, die sie von allen anderen italienischen Mafien grundsätzlich unterscheidet. Die Mehrheit der Verwandten des Clanbosses wird über das geheime Ritual in diese Mafia aufgenommen. Vor offenen und versteckten Mitteln des Terrors seit mehr als 1,5 Jahrhunderten. Die sizilianische Mafia hat immer auch das benachbarte Kalabrien beeinflusst. Die Meerenge zwischen Messina und Reggio Calabria ist gerade mal 3 bis 8 Kilometer breit. Die Spitze des italienischen Stiefels war bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts eine vergessene, unzugängliche Region. Aber Kalabrien war nicht immer schon von der Welt abgeschnitten. Die Armeen Napoleons kamen bis hierher und mit ihnen einige Errungenschaften der Französischen Revolution. Der Feudalismus wurde abgeschafft, auch einfache Menschen konnten Land erwerben. In den Hafenstädten entwickelten sich Handel und Gewerbe. Aber das Innenland blieb unerschlossen. Zu gebirgig, zu extremes Klima, kaum befahrbare Wege, zu viele Räuberbanden, unter ihnen auffallend viele Frauen. Das aber hatte einen Grund. In dieser zerklüfteten Region, in der Dörfer Tagesmärsche voneinander entfernt liegen, organisierten sich die Großfamilien, auch in Räuberbanden. Das war die Basis für die kalabrische Mafia, 'Ndrangheta. Die 'Ndrangheta hat eine familiäre Struktur, die sie von allen anderen italienischen Mafien grundsätzlich unterscheidet. Die Mehrheit der Verwandten des Clanbosses wird über das geheime Ritual in diese Mafia aufgenommen. Vereinigung tapferer Männer, so kann man das griechische Wort 'Ndrangheta übersetzen. Kalabrien war in der Antike eine griechische Kolonie. Noch heute wird in abgelegenen Bergdörfern ein griechischer Dialekt gesprochen. Auch das macht die 'Ndrangheta undurchdringbar. Die Großgrundbesitzer brauchten auf Sizilien zum Schutz ihres Eigentums eine bewaffnete Macht. Wo es keinen Großgrundbesitz gab, war die Situation anders. In Kalabrien gab es in der Provinz von Reggio Calabria nur kleinere Ländereien. Die 'Ndrangheta entstand genau dort, wo es wirtschaftliche Entwicklung gab. Sie wusste, wo sie viel Geld verdienen konnte. Dort, wo Oliven, Obst und Gemüse gedeihen, wo der Handel mit diesen landwirtschaftlichen Produkten blüht, besetzt die 'Ndrangheta zentrale Positionen. Sie ist aber nicht nur in den Küstenregionen präsent. Die Kultur des Olivenhains, der Jahrzehnte braucht, um Früchte zu tragen, ist nicht ihre Sache. Ihre Heimat sind die Bergdörfer und als Beschützer des einfachen Volkes da. Ohne ihr Geld wären solche Spektakel nie realisierbar gewesen. Aber auch nicht ohne die aktive Beteiligung der gesamten Bevölkerung. Die Mafia will ihr Territorium immer ohne viel Aufhebens kontrollieren. Deshalb versucht sie, unauffällig die Kontrolle über die Volksfeste zu erlangen, die christlichen Laienbruderschaften oder Zünfte zu unterwandern. Es gab und gibt immer die heimliche Kontrolle über diese Vereinigungen, um sie für eigene Zwecke auszunutzen.
im Landesinneren. Kein Bauernhof, kein Fluss, kein Bach, kaum ein Baum. Eine zerstörte, ausgelaugte Landschaft. Sizilien war einmal eine üppig bewaldete, wasserreiche Insel. Die Kornkammer des Römischen Reiches. Heruntergewirtschaftet wurde sie von den sizilianischen Adeligen. Fixiert auf ihre spanischen Vorbilder, die weltweit ihre Kolonien und deren Bevölkerung wie Zitronen auspressten und dann ihrem Schicksal überließen. Ohne daran zu denken, was für Konsequenzen das für die Menschen hatte. Das feudalistische System des Großgrundbesitzes, in dem allein die adeligen Herrscher das Gesetz bestimmten, hielt sich nur in zwei Regionen Europas bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Im südspanischen Andalusien und in Süditalien. Ende des 17. Jahrhunderts zieht die sizilianische Aristokratie Richtung Palermo, dem Sitz des spanischen Vizekönigs, und überlässt ihre Ländereien Verwaltern. Sie baut in unmittelbarer Nähe des spanischen Königspalastes ihre Stadtpaläste. Die Gabellotti übernehmen die Kontrolle des Territoriums mit den Privilegien der Aristokraten. Das Recht, alles absolutistisch zu beherrschen, selbst die Zivil- und Militärgerichtsbarkeit, all das haben die Adligen nur begrenzt genutzt. Sie scheuten Konflikte mit der Landbevölkerung.